Jutta Steinruck ist 55, Mitglied im Europäischen Parlament und der SPD. Jetzt will sie Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen werden. Ich treffe Jutta Steinruck am Rathausplatz, denn hier will sie Steine rücken. Dieser Brunnen wurde vor nicht allzu langer Zeit umgebaut. Mit europäischen Mitteln, richtig viel Geld wurde ausgegeben, um aus einem Steinbrunnen einen Betonbrunnen zu machen. Ich hätte mir gewünscht, man hätte dieses Geld wirklich für einen Wohlfühlort ausgegeben. Grün muss in die Stadt, weniger Beton. Das war eine verpasste Gelegenheit. Die 55-Jährige ist nah am Bürger. Das kriegen wir während der Dreharbeiten schnell mit, denn sie wird ständig von Ludwigshafenern angesprochen, wie von diesem Anwohner. Er lebt auf der Bismarckstraße und bemängelt die Sauberkeit in der Innenstadt. Ja, die benehmen sich wie mit einer Kanause da. Das ist normal Vogelfutter. Alles auf dem Boden schön, überall, wo sie hochschmeißen. Wir müssen die Bürger mitnehmen bei der Sauberkeit. Jeder Dreck, der nicht weggeschmissen wird, muss erst gar nicht für teuer genau Geld so wieder ist weggeräumt genau werden. So ist es, ja. Da müssen wir uns aber an alle Bürger richten, an alle Altersgruppen speziell, in allen Sprachen. Und dann, wenn die Menschen das nicht verstehen wollen von so einer Bürgerkampagne, dann müssen wir abschreckende Strafen einführen. Eine Bürgerkampagne für mehr Sauberkeit und eine höhere Präsenz der Sicherheits- und Ordnungskräfte, das will Jutta Steinruck. Aber es bedeutet auch höhere Ausgaben, obwohl Ludwigshafen bereits stark verschuldet ist. Ich werde Bund und Land und auch die europäische Ebene, ich werde da Fördermittel abgreifen. Ich werde dort sehr deutlich auch nach Investitionen verlangen, die für Ludwigshafen notwendig sind. Aber wir müssen auch selbst unsere Hausaufgaben machen. Ludwigshafen hat im Schnitt doppelt so viele Arbeitslose, Langzeitarbeitslose wie das Land Rheinland-Pfalz. Doppelt so hohe Hartz-IV-Empfängerquote wie das Land Rheinland-Pfalz. Da können wir in der Stadt unsere Hausaufgaben machen, die Sozialkosten zu senken. Das ist der größte Beitrag im städtischen Haushalt. Den können wir auch senken. Also nicht immer nur nach anderen schreien, sondern auch selbst Hausaufgaben machen, indem wir Menschen in Arbeit bringen, indem wir verhindern, dass junge Menschen Schulabbrechen, weil langfristig kommen diese oder belasten uns diese Lebensschicksale auch in den öffentlichen Haushalten. Ihr Programm lautet Arbeitslosigkeit senken, in die Ausbildung investieren. Wir stehen jetzt vor einer Schule in Ludwigshafen. Was möchten Sie denn in Bezug auf Bildung alles verändern? Ludwigshafen braucht moderne, gut ausgestattete Schulen. Die Schulen sind die Kathedralen der Neuzeit. Das entscheidet die Qualität unseres Landes in Zukunft. Deswegen wird einer meiner Schwerpunkte sein, tatsächlich Schulen, gute Schulgebäude zu haben, gut ausgestattete Schulen zu haben, modernes Lehr- und Lernmaterial. Da müssen alle auch wieder mithelfen, Bund wie Land. Aber ich will alles tun, damit unsere maroden Schulen in Ludwigshafen schön werden für unsere Schülerinnen und Schüler und unsere Lehrer. Als gebürtige Ludwigshafenerin ist Jutta Steinruck selbst in einem Problembezirk zur Schule gegangen. Sie lebt und liebt Ludwigshafen, deswegen verspricht sie: Der Bahnhof von Ludwigshafen wird während meiner Amtszeit kein Fließbahnhof mehr sein, weil ich will Kultur und Menschen dorthin bringen und will mit der Bahn reden, dass ein Bahnhofskümmerer gemeinsam mit der Stadt auch das Bild der Bahnhöfe in Ludwigshafen verbessert. Nach Ludwigshafen sollte man umziehen, weil Ludwigshafen hat so viele wunderschöne Ecken und mit mir als Oberbürgermeisterin wird es Lebensqualität für Familien und Menschen geben, dass Ludwigshafen eine Stadt, eine attraktive Stadt ist, in der es sich zu leben lohnt. Wenn ich meine Wahlversprechen nicht einlösen kann, dürfen meine Wähler sauer sein auf mich. Am 24. September ist die Wahl. Setzen Sie Ihr Kreuzchen, nicht nur in Ludwigshafen, auch bundesweit.